Na, seid ihr bereit? Jawohl! Ah, es geht doch. Ja, die erste Band heute, die Jungs, die sind schon viele Jahre als Gäste hier und in diesem Jahr das erste Mal bei uns auf der Bühne. Ihr seht, es gibt durchaus Chancen, auch mal nach hier oben zu kommen. Also, begrüßt sie recht herzlich, euch viel Spaß heute und immer schön lustig bleiben. Razor Rail! Hey, herzlich willkommen zum dritten oder vierten oder hundertsten Tag auf dem Partisan Open Air. Wir sind mega gut drauf. Party, Party Film 11. Yeah. Er trinkt kein Wasser. Lasst euch nicht hier irgendwie von den Effekten des Videos warten. Das ist alles Wodka. Pur natürlich, pur. Gemischt mit Gin. Ja. Yeah. Und dann ist es ja nicht mehr pur. Ja, herzlich willkommen am quasi letzten Tag. Ja. Heute geht's nochmal richtig rund mit Tankard, Kiri for the Sky, ich freue mich schon drauf. Letzten Energiereserven nochmal sammeln und dann freue ich mich. Genau, es geht voll zur Sache. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Bock aufzunehmen, wir haben eben schon was geschwafelt, es wurde nicht aufgenommen. Ist dann halt einfach mal so, wir haben uns darüber beschwert, Graveyard-Stil da hinten. Und wir sehen einen Scheißdreck, weil alle davor parken und auch Händler davor stehen. Ja, super geil. Finde ich nicht gut, ich müsste mich nach vorne bewegen. Aber Leute, Rendern ist schon hart genug. Hashtag Rendern heißt harte Arbeit. Wenn ihr das Video bis hier geguckt habt und falls es jetzt, vielleicht habt ihr jetzt mal die Aufnahme. Ich hoffe am Ende, wenn ich das Video schneide, fehlen nicht 90% meiner Aufnahmen und alles ist den Bach runtergegangen. Und dann dauert das Partisan-Video nur 5 Minuten, weil ich die ganze Zeit. Sei froh, dass du wenigstens Aufnahmen hast. Ach ja, Rui war es beim Fundbüro. Ja, enttäuschend, so wie mein Leben eigentlich, ne? Dieser Mann. Ich kenne ihn schon lange, 12 Jahre. 12 Jahre, ja. 12 Jahre. Dieser Mann ist eine Erscheinung. Es gibt keinen, der so ist wie er. Darauf sollte er stolz sein. Stolz wie Holz. Er kommt in einen Raum und man weiß sofort, dass er da ist. Selbst wenn eine Million drin sind. Er fällt auf unter 2 Millionen. Aber jetzt, bevor ich gleich noch einen Zungenkuss verpasse. Hier haben wir den Benjamin von PowerMetal.de. Ah, perfekt. Habe ich auch mal für geschrieben. Das war meine erste Partisane, wo ich hier war mit. Okay. Ich auch. Er auch. Wie findest du es? Was hast du dir bisher so angeschaut? Also wir sind momentan dabei, die ganzen Berichte zu schreiben und hauptsächlich bin ich für die 10th Stage zuständig. Das heißt, ich schreibe eher die unbekannteren Bands. Was ich mir jetzt so angeguckt habe, naja, Venom, auf jeden Fall, war cool. Gorilla Monsoon hätte ich mir jetzt eigentlich angucken sollen. Ich habe es gehört von hier unten. Ja, hätte mich interessiert. Was haben wir noch geguckt? Hast du Goat gesehen? Wen? Ja, Zeltband. Gestern erste Zeltband, Goat. Nee, die habe ich nicht gesehen. Ah, schade. Wir können auch nicht jede Band gucken. Nein, ich weiß. Ich weiß. Das ist ein Elefant. Sonst noch irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du noch erreichen willst heute? Was ich heute erreichen möchte. Müssen wir gucken, was ich schreiben muss.
Weil für mich beginnt der Dienst erst um 17 Uhr. Sehr gut. Also bei Tane muss ich auf jeden Fall noch sehen. Bei Tane ist wichtig. Tankard auf jeden Fall auch. Progeria möchte ich auch noch sehen. Sehr, sehr gut. Alles klar, vielen Dank. Kanal, Dorminister, Tag 3 auf dem Partisan. Seht ihr diese Augen? Ich habe kein Blut mehr. Es ist schon ganz schön schlimm jetzt hier. Aber hier, trotzdem, saugen wir mal ein mit Adrian. Ne? Grüße gehen raus an den Filmelf auch, an den Krachmugger und an Excel One. Sag doch mal was, Major, wie geht's dir heute? Bestens. Heute werde ich mal betrunken sein, ausnahmsweise. Ach, ausnahmsweise? Ja. Es ist schwierig, weil Alkohol mittlerweile zu meinem Freund geworden ist, das zum ungewollten Freund geworden ist und das Ganze viel schwieriger macht, als es eigentlich sein sollte. Ja, das sind die perfekten Worte, die einen Samstag auf dem Festival zusammenfassen. So, here are our neighbors from Hungary, Balázs, Adam and Short. So, it's Saturday, 3 days of festivals, almost gone. What are your experiences? What have you liked most? What disappointed you? And what's the start? No fucking posers anywhere. Yeah. That's the greatest plus. Yeah, it's if you look on the lineup and start to read it, it's like reading the anti-poser Bible. There are so many good fucking bands, and but you have to go and see all of them, and it's very tiring. So that's why you have to drink and do other things. And feels like home. It's heavy metal overkill. Like all the bands are nice. What have been your highlights so far? Highlights. Coffins. Yeah, they were great. Coffins was awesome. Dark Forest.
Rabatte first. Yes. Dying Fetus destroyed everyone yesterday. Oh yes, Venom. Yesterday, Venom. Ah, you liked it? Yeah. I thought they played too much new songs. Maybe. Oh, yes. If they play the old songs, it's worth it. Too much voice show. Okay. For me. I love Kronos. It's so, and what are... Oh, and of course, Exhorder. Yeah. Yesterday. Yeah, Exhorder. Fucking legends. Now, Exciter was always... Keine Ahnung, ob man noch was sieht. Ich habe mal den ISO so hochgestellt, wie geht. Und Brugeria spielen immer noch, oder Brugeria, oder ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist ganz nett. Ich habe sie auch schon ein paar Mal irgendwie so gesehen, auf anderen Festivals oder im Club. Ah, ich habe nicht vielen Dank. Wir haben schon wieder den Film verloren. Keine Ahnung, wo dieser Mann ist. Wir haben auch den Sunny verloren. Der ist beim Zelt. Wir haben den Sunny verloren. Und ich weiß nicht, ob ich den heutigen Abend durchstehen werde. Aber seid euch eins gewiss. Irgendwas mit Loco. Alle Ansagen gehen hier mit irgendwas mit Loco. Und fuck Donaldo Trumpo. Gleich geht's ab zur Possession. Possession sind geil, die habe ich auch eben schon beim Fressen gesehen. Die wussten, konnten sich an der Theke nicht entscheiden, was sie essen sollen beim Catering. Ich habe mir gedacht, so, sprichst du sie mal an? Da habe ich mir erst gedacht, so, erstmal wollen sie was essen. Zweitens haben sie einen ganz bösen französischen Akzent. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Als Belgier, den würden wir wahrscheinlich nur so auf dem Video nicht verstehen. Und drittens sind Possession sehr, sehr true. Und ich weiß nicht, ob die auf so einem Scheißvideo von so einem kloppen Idioten von Tod gehört, auch nicht auftauchen wollen. Deswegen habe ich es mal gelassen. Band ist mega geil, ich freue mich auch, ich gehe gleich vor. Und
weiß nicht, ob ich heute noch was filme. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht passiert noch was Spannendes. Ich muss aber auch nichts erzwingen. Es ist der letzte Tag, Leute. Seht's mir nach. Seit dem Koch sind wir hier. Und am Ende des Tages ist das ja auch nur YouTube. Metal on alle. Metal on. Haut's rein. Ende. Geil von hier aus, aber es ist echt mal Zeit, mal zwei, drei Gänge runterzuschalten. So, kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen um die Bierreserven, um Kollegen und ja, melden uns dann morgen nochmal hier. Schlaf gut oder was auch immer. Haut rein. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wie ist es gelaufen? Es ist vorbei, ja. Es war schön, weil es schön war. Ich will nach Hause. Wir haben gar nicht so viel Müll produziert. Das ist nicht nur von uns, sag ich mal dazu. Das ist nicht nur von uns. Ja, ich meine, im Weltmeer sieht eh alles gleich aus. Wenn es da irgendwann landet. Vielleicht, falls irgendein Portugiese oder so oder Indonesier ein Stück von dem Pavillon im Meer treiben sieht, denkt an uns. Ja, ansonsten Recap, wie hat es dir gefallen? Ja, für mein erstes Partysan bin ich sehr überrascht, dass es echt gut war. Es war mir wirklich tatsächlich, es war mir zu viel Extrem-Metal. Ich hätte ein bisschen was Melodischeres trotzdem gerne gehabt. Aber es hatte so seine Highlights. Das hatte seine Highlights, das war schön. Was hat denn dir am besten gefallen? Kann ich gar nicht so sehr sagen. Also, ich glaube, es müsste irgendeine Band am ersten Tag gewesen sein. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesehen habe. Es ist fast das vierte Festival innerhalb von 4 Wochen. Ich weiß gar nicht mal mehr, was ich gestern gesehen habe. Hashtag kack ab, du Spaß. Ja, nee, es war aber gut. Ein schönes Festival. Ich müsste nicht jedes Jahr hierher, ehrlich gesagt. Da müsste halt einfach das Line-Up passen dafür. Also willst du nächstes Jahr nicht wiederkommen? Nee, das ist jetzt wirklich nicht ein Festival, wo ich jedes Jahr hingehe, ehrlich gesagt. Um ehrlich zu sein, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und kenne deinen Musikgeschmack. Ich weiß, du bist eher der Gemischtwaren-Typ. Ja, wirklich. Also wenn, dann müsste das Line-Up wirklich gut passen. 2015 habe ich irgendwo ein Plakat gesehen, da war das Line-Up bombastisch. Ja. Da hätte ich, glaube ich, jeden Tag Spaß gehabt. Aber hier waren viel zu viele Durststrecken, wo du einfach nur hier am Zeltplatz abhängst und wartest, dass so in 5 Stunden eine Band läuft, die du mal gucken willst. Ja. So, das sind noch mal ein paar schöne letzte Worte von einem sehr kaputten Film, Elf. Ja. Auch der Adrian ist sehr kaputt und kümmert sich jetzt hier noch um die Reste, die hier liegen. Und dann geht's nach Hause und endlich da raus, ich will heim. Es reicht auch und
Ja, jetzt kommt die Endcard. Die Endcard. Ja, hier Leute. Wie hat euch das Partisan gefallen, wenn ihr da wart? Was hat euch am besten gefallen? Was mir persönlich hat am besten tatsächlich Tankard gefallen, auch wenn ich es schon 100 Mal gesehen habe und auch zuletzt erst in Essen. Sagt mal, wie ihr sie fandet. Enttäuschend. Was war für euch enttäuschend? Was hat euch gar nicht gefallen? Für mich enttäuschend war auf jeden Fall Venom. Das Set war zum Kotzen und auch eigentlich hat das nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Ansonsten wieder super viele Leute gesehen. Sagt mal, was euch am besten am Partisan gefallen hat. Mir natürlich gefällt es am besten, die Leute zu treffen hier, die man kennt. Und ja, subscribed, Daumen hoch, Daumen runter. Macht irgendwas mit dem Video, zeigt es eurer Mutter und kommt auch mal hierher. Es lohnt sich mal wieder hier. Peace out, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Festival.